So Leute, wir sind da erneut mit einer weiteren Runde Wii Sports Resort. Chris ist immer noch da, der in der letzten Folge eigentlich gar nichts erwähnt hat. Ist ihm auch Leute aufgefallen? Da, die Herren. Genau. Und wir zocken wieder eine Runde Bogenschießen. Natürlich wieder Standard. Die Folge mit den ganzen Früchten ist ja schon online gekommen, das heißt, diese Parts kommen später. Ich gebe es aber gerade zu, aktuell existiert die Folge noch gar nicht. Hehehe. Ja, ich bin gemein, ich weiß. Gut, ich habe im fortgeschrittenen Modus vorhin nochmal zwei Runden gespielt. Da wollte ich mal ein bisschen gucken, wie ich denn eventuell da etwas mehr Punkte rausbekomme und wie ich denn vielleicht in den etwas schwereren, bewegenden, Dartscheiben da zielen muss. Das weiß ich jetzt immer noch, deswegen müssen wir das ausnutzen. Aber wir fangen natürlich wieder von vorne an, denn wir haben noch kein perfektes Spiel. Das heißt, insgesamt 120 Punkte. Das könnte man so ein bisschen als Ziel nehmen. Von daher alle drei Modus wieder durch. Wir beginnen mit Modi 1. Hoffentlich versage ich nicht. Naja, wir werden sehen. Gut. Let's go. Wir haben noch nicht versagt. Das ist doch mal ein guter Start. Natürlich die rechte Hand, mit der man natürlich hier zielt. Ich zeige es euch hier. Die ist natürlich wieder Freihand. Damit es ein bisschen schwerer ist und nicht so leicht ist. Geht's mir besser? In welchem Sinne denn? Tobi, in welchem Sinne besser? Jetzt hier so mit kommentieren und so, dass ich jetzt wieder ein bisschen fitter bin. Es scheint ja so, ne? Aber ich habe extrem Hunger. Mein Magen macht irgendwie Probleme. Ich glaube, ich werde mir gleich nochmal ein paar Scheiben Brot machen. Kannst doch vorbeikommen. Ich habe noch genug Schnitzel über. Ja klar, easy. Kein Problem. Ich komme gerne. So, ich habe meine ersten 30 Punkte. Ich bin glücklich. Oh, 4 Meter pro Sekunde. Das ist unfair. Oh, das ist unfair. Der Wind ist schon stark. Man merkt richtig den Einfluss. Aber wir sind auf Kurs. 40 Punkte. Der Kurs habe ich konstruktiv immer verkackt. War ich immer zu doof dafür. Der Kurs ist 120 Punkte. 50, Bitch. Beziehungsweise Made. Maden. So, 50. 60 incoming, Fragezeichen. 60 incoming. 10. Geil. Die Hälfte hätten wir schon mal. Läuft doch. Schön, wie die Pfeile da einfach im Board stecken. So, jetzt wird's tricky. Die Entfernung ist das Problem. Mehr nicht. Jeden Punkt, den wir hier vergeigen, ist quasi, ja, ein Punkt weniger Richtung neuen Rekord. Wir haben hier, wie gesagt, keinen Wind, dafür aber eine größere Entfernung. Nein, 9 Punkte. Knapp vorbei ist auch daneben. Somit kriegen wir schon mal nur noch 119 Punkte. Das gibt's doch nicht. Ich verziehe leicht nach links. Nochmal die 9. Ha. Ah, komm schon, eine 10. Gib mir eine 10. So wird das aber nix. Der war schlecht. Oh, der war schlecht. Und die 8. Ja, 86. Da haben wir jetzt am Ende 4 Punkte verloren. Und ich gehe, ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier 30 Punkte erreichen werden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich bin auch ein bisschen schlapp. Also immer noch. Beim Bogenschießen, finde ich, muss man jetzt nicht so abgehen wie in Tennis. Also so hier, wow, Tennis, let's go, Emotionen und so. Sondern man kann im Tennis immer so ein bisschen, also im Bogenschießen immer so ein bisschen gechillt quatschen und einfach mal gucken, was geht. 7 Meter pro Sekunde. Da oben wollen wir hin. Let's test. Ah, 9. Schade, er sagt 8. Obwohl er den schwarzen Ring zum 9er berührt. Noch ein bisschen höher, ein bisschen weiter nach rechts. So vielleicht. Okay, es war ein bisschen zu viel. Aber jetzt passt auf. Guck mal, wir haben jetzt die 8 und die 9. Jetzt passt auf, jetzt verrate ich euch was. Ich habe jetzt hier 3 Punkte verschenkt. 3 Punkte hier. Es reicht nicht für einen neuen Rekord. Wir haben 112. Und unser Rekord war 112. Hätte ich jetzt im dritten Lauf... Echt, hätte ich im dritten Lauf jetzt nicht so verkackt, hätte ich zumindest nochmal die 9 getroffen. Hätte ich noch einmal die 9 getroffen, am Ende hätte ich jetzt einen neuen Rekord gehabt. Das heißt, ich habe jetzt in der letzten Runde einen wirklich guten Lauf gehabt und habe es mir in der dritten Runde
verkackt. Ich habe es in der dritten Runde verkackt. In einer der leichtesten Runden. Weil halt einfach wildstill ist. Schade. Gut, Schwierigkeitsgrad wechseln. Na, ärgert mich jetzt ein bisschen. Ärgert mich wirklich ein bisschen. Fortgeschrittener. Wie wäre es mit einer kleinen Pause? Nach der Runde. Also, nach der Aufnahme komplett. 104 ist das Ziel. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Hier waren wir ja vorhin. Ja, und der Rekord 104, den habe ich mir erst erstellt vorhin. In der Testaufnahme. Oder? Hatten wir da nicht einen Rekord erstellt? Leute, im Stream? Ja. War ja was, ne? Da hast du dich auch aufgeregt, dass die Aufnahme nicht... Dass die Aufnahme nicht an war? Genau. Aber wir starten besser. Mit 10 Punkten. Im ersten Pfeil. Es geht hier ein bisschen bergab, deswegen muss man höher zielen. Ganz schön gemein. Nochmal die 10. Es sieht gut aus. Ich rieche einen neuen Rekord. Ich riech. Shit. Das wird ein Fail. Wissen, was ich will. 9, aber 29 in der ersten Runde ist echt gut. Ja, da stecken sie drin. Schaut es euch an. Ich find's cool, wenn es quasi Skins für die Dartpfeile gibt. Dartpfeile. Also generell für die Pfeile. Fürs Bogenschießen. Das fände ich extrem geil. Gut, wir sind wieder in der Höhle. Der Höhle des Löwen. Hier waren wir ja schon einmal. 5 Meter pro Sekunde, 20 Meter. Okay. 5 Meter pro Sekunde Wind von rechts kommend. Zu niedrig. Ansonsten wäre er in der 10 gewesen. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Bisschen korrigiert. Der sitzt. Gib mir die 29. Gib mir die 29. Gib ihm die 29. Gib mir die 29. Los. Jetzt. Daumen drücken. Gib sie mir. Gib sie mir. Ihr müsst sie mir doch nur geben, mehr nicht. Nein. Die 28. Knapp vorbei ist auch daneben. Aber guck, wie knapp, ne? Wie knapp die alle an der 10 vorbei sind. Das ist eigentlich echt gut. 29, 28. Halten wir den Kurs? Es riecht nach Würstchen. Ach so, meine Butter ist am Kochen. Alles klar, weißt du Bescheid? Easy. Okay, wir müssen dich hier nochmal hinzielen. Ich glaube da oben hin, ne? Was war denn der Wind? 4 Meter von links kommt, okay. Shit. Wow. Der Wind hat geholfen. Boah. Das war, ich dachte schon, ich würde komplett nach links ballern. Also viel zu weit nach links. Aber der Wind hat mir den Arsch gerettet. Die Höhe war richtig. Die Höhe haben wir hier. Wow, wie der Wind mir hilft. Ich dachte, ich wäre schon wieder viel zu weit links. Der Wind ist mein Held gerade hier. Und zwar richtig. Ah, und da war der Wind mein Feind. Aber dreimal die 9. Wow. Und das hier, das riecht echt nach einem extrem krassen neuen Rekord. Wenn ich jetzt den Rekord versau, dann Rip in Peps letzte Runde Dart. Dann gibt's eine Nackenschelle. Pfeilschießen. Bogenschießen. Bogen. Okay, Konzentration. Also heute haben wir es irgendwie nicht so mit der deutschen Sprache. Nee. Was heißt mit der deutschen Sportsprache, könnte man sagen. Verdammt, das ist nicht gut. Die 6. Da hat mir der Wind überhaupt nicht geholfen. Also der Wind hat hier keinen Einfluss. 2 Meter pro Sekunde. Das war mein Fehler. Meiner ganz allein. Ja, der Wind hat hier keinen Einfluss. Wow, das war nicht gut. Das ist eine schöne Kameraperspektive. Noch einmal, dann haben wir es gerettet. Noch einmal die 10. Let's go. Einmal die 10. Daumen drücken. Konzentration. Weißt du, was beim Bogenschießen immer das Schönste ist? Konzentration. Ich will die 10. Okay, ich setze nochmal neu an. Ja, sag. Wenn du die Kürbisse triffst. Die Früchte generell, es sind ja verschiedene. Es gibt sogar Kuchen und sowas. Echt? Ja. Habe ich doch gesagt. 10. Nein, die 9. Aber das ist ein neuer Rekord. Bitte, sag's mir. GG, das ist ein neuer Rekord. Ich weiß es. Ja, 110. Bam, 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 bam. Yeah, bitches. Geht ja voll ab. Rekord heute gemacht, ne?
stimmt, zweimal heute. Zweimal heute. Höchsttouren. Emotion pur rastet aus. Ja! Bogenschießen fortgeschrittener Luigi, 110 Punkte. GG. Gut, Schwierigkeitsgrad gerade wählen. Und jetzt kommt der Spielmodi, in dem ich mich jetzt nicht aufgewärmt habe. Experte. Das heißt, hier erwartet bitte die gleiche Leistung wie im letzten Part. Rantasten heißt es hier. Muss ich auch mal ein bisschen öfter spielen, um mich hier ein bisschen wieder einzuschießen. Werde ich dann beim nächsten Mal machen. Ne? So. Aber erstmal hier wieder blind. Der Expertenmodus. Ja, wir sind halt Experte, wir müssen uns nicht einschießen. Gottkomplexe, Hashtag. Ja klar, immer doch. Bam! 9, ganz knapp die 10, sag ich ja. Hashtag läuft. Weißt du, mein Bruder gerade so. Ja, ich geh jetzt offline. Ich mach erstmal eine Pause. Rufwache weg. Ich konnte nicht mal Tschüss sagen. 10! Ja, easy, hier. Wir werden immer besser. Weil ich gerade einfach so gut getalkt habe, weißt du. Und dann hat sich die Dartscheibe gedacht: Ja, komm. Ich spring in den Pfeil rein. Das glaube ich auch. Und dann hast du die Dartscheibe versteckt und jetzt habe ich nur noch 8 Punkte bekommen. Wo ist das? Deine Schuld. Immer gut. Auf die kleinen Dicken, die nicht schwimmen können. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das gehört sich nicht. So, Runde 2 ist schon härter. Man findet übrigens immer die... Man sieht ja hier die ganze Insel und man weiß quasi ungefähr, wo wir gerade sind auf der Insel. Wenn man halt jetzt die Insel kennt. Boah, 11 Meter pro Sekunde Wind. 35 Meter. Wow, okay. Ich glaube, der erste Pfeil landet im Nichts, glaube ich jetzt, ganz ehrlich. Okay, zu niedrig. Die Windberechnung war gar nicht mal so bad. Verdammt! Boah, der Wind ist echt hart. Und das war zu hoch. Verdammt, das war eine schlechte Runde. 5-4-4, wow. Oh, du Noob. Das Problem ist, die Windberechnung, wenn man mal hinguckt, wo die gelandet sind, der einzige Pfeil, der schlecht war, war der zweite. Der erste war blind, der dritte war sogar gut, aber die Höhe hat überhaupt nicht gepasst. Ich lasse es nochmal für euch, damit ihr es seht. Man sieht das. Der erste, wie gesagt, der war blind. Der zweite war von der Windberechnung her schon besser. Genauso wie der dritte. Nee, der erste war... Nee. Der zweite oben. Das war der zweite oben. Entschuldigung. Genau. Der erste war an sich von der Windberechnung her nicht bad. Der zweite war ein bisschen schlechter. Der dritte war auch genauso gut. Der war sogar richtig gut. Aber die Höhen haben bei allen drei Pfeilen überhaupt nicht gepasst. Wow. Okay, das ist ziemlich weit weg. 5 Meter, der Wind, wow. Das Spiel gibt es mir gerade richtig. Der sagt, hey, Rekord geknackt. Okay, jetzt kannst du mal den Leuten zeigen, wie nubig du bist. 40 Meter, wie hoch muss ich denn da zielen, ey? Ah, viel zu niedrig. Boah, die Entfernung. Ich komme mit diesen Entfernungen nicht klar. 40 Meter. Das ist super weit weg. Das ist eigentlich wie im ersten, wie in der ersten Etage, ne? Also wie im ersten Durchlauf. Bam, der war doch schön. So hoch muss ich zielen, wow. Wunderbar, das war doch ganz okay, die letzten zwei. Ich musste mich halt jetzt gerade erst rantasten, wie hoch ich zielen muss und habe mich jetzt einfach gerade bei dem fortgeschrittenen Modus an die letzte Etage erinnert. Die ist nämlich auch 40 Meter entfernt, soweit ich weiß. So gut. Das wird auf jeden Fall kein Rekord, das möchte ich hier mal anmerken. Expertenmodus, schön in der Lavahöhle, 45 Meter, dafür aber starker Rückenwind. Die Frage ist, wie müssen wir wieder zielen von der Höhe her? Wir haben Rückenwind, ich glaube also nicht so hoch, oder? Ja, wir haben Rückenwind. Ich glaube, von der Höhe her ohne Rückenwind wäre das okay. Mit Rückenwind ist es viel zu hoch. Machen wir es so. So, sorry, ich war gerade weg. Das Telefon hat geklingelt. Konnte mich nicht abmelden. Okay, so stark ist der Rückenwind auch nicht.
Ich teste mich gerade wieder ran. Da oben hinziehen bringt nichts. An den grauen Balken auch nichts ranziehen. Also versuchen wir es mal wieder an dem, am Ende der Scheibe. Am obersten Rand. Und immer noch zu hoch. Dann ist es der graue Ring. Der dunkelgraue Ring. Da muss ich hinziehen. Man sieht das wunderschön am letzten Pfeil. Und ich habe nicht A gedrückt. Das hätte ich mir gerne jetzt gerade noch ein bisschen besser angesehen zum Analysieren. 76 Punkte wieder. 79 war der Rekord. Der Rekord ist echt niedrig. Also da geht wesentlich mehr. Und dafür kriege ich sogar minus 28. Hm, das tut ein bisschen weh. So, was wir jetzt erstmal machen, ist folgendes. Wir beenden hier natürlich den Part. Ja, den Bogenschießen-Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben einen neuen Rekord im fortgeschrittenen Modus. Und ja, letzten Modus werde ich mich auch nochmal ein bisschen einschießen. Fürs nächste Mal auf jeden Fall. Der erste Modus sitzt eigentlich und den zweiten sollte ich auch nicht mehr wirklich vergessen. Ne? Ob wir dann aber da neue Rekorde bekommen, keine Ahnung. Chris war dabei. Ja, ganz klar. Wie immer. Ja, wie Kappa. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.